Grüß euch miteinander. Es gibt eine Bauernkonferenz, den März. Ich freue mich riesig darauf, mit einer ganzen Gruppe von Bäuerinnen und Bauern mit euch einen Tag zu bringen, wo wir Geschichte schreiben. Es geht darum, dass ihr Bäuerinnen und Bauern mit eurer Familie in den Segen von Gott einkommen könnt. Es geht darum, dass wir eine Zukunft haben. Eine Zukunft unter dem Segen von Gott auch für unsere Nation, für unsere Schweiz, für eure Höfe, für eure Familie, für eure Geschlecht und Generationen und Kinder, die kommen. Es geht darum, wenn wir das Land, wo wir auf mir stehen, segnen können. Wenn wir das Land, das da ist, wie es Brot wird für Menschen, wie das Land eine Zukunft hat, wo wir wissen können, Gottes Angesicht ist über uns. Wie das Land, wo wir draufstehen, auch wenn es ein Land ist, wo man das Gefühl hat, es hat keine Zukunft oder es wird immer schwieriger. Es hat eine Zukunft. Mein Name ist Andreas Keller. Herzlich willkommen, wenn wir schauen, was passiert, wenn die Bäuerinnen und Bauern mit ihren Familien im Segen von Gott leben. Wir sind auf dem Waldhof der Familie Öninger. Neben mir der Willi Öninger, der Landwirt, der Bauer, hier auf diesem wunderbaren Grundstück. Willi, was sind die Schlüssel, die du entdeckt hast, dass Gott eben ein Gott ist vom Segen? Also wir sind Verwalter von unseren Höfen und wir wollen treue Verwalter sein von den Höfen, die Gott uns anvertraut hat, weil da ist auch der Segen von Gott spürbar. Und Gott freut es, wenn wir die Verwalterschaft treu ausführen. Und ist es richtig, dass man das Land und das Vieh und die Frucht auf dem Feld darf und kann segnen? Ja, wir dürfen segnen. Weil Gott ist ein Gott vom Leben. Gott ist ein Gott von der Multiplikation. Und er freut sich, wenn wir den Segen über seine Schöpfung aussprechen. Warum sollen die Bauern und die Bäuerinnen mit ihren Familien kommen? Es geht noch mal darum, dass wir den Segen weitervermitteln können, dass wir einander ermutigen, den Segen abzuholen. Und um das geht es in dieser Bauernkonferenz. Wir sind bei der Gertrud Öninger, die Frau von Willi Öninger, zu Gast in ihrem Haus. Gertrud, das ist viel mehr als nur eine Stube da. Was ist es, was du wirklich da machst? Also ich schaffe hier einen Ort, wo man einfach wohl sein kann, wo man ankommen kann und einmal entspannen und sich selber sein. Ja, so in dem Stil. Also ein Ort vom Frieden, von der Gelassenheit, von der Ruhe, aber auch Schutz. Und einfach relaxen und wo man auch etwas verwöhnt wird, es einem gut gehen lassen soll. Und jetzt geht es von der warmen Stube ins Emmental. Wir sind auf dem Hof von John und Amy Gerber im vorderen Giebel, in Langnau, im Emmental. Ein gewaltiger Hof, wo schon 10 Generationen miteinander leben, arbeiten. John, was ist es, dass so ein Segen von der Generation zu Generation weitergeht? Also es ist Segen der Erste. Gerber, der Michael Gerber, der den Hof 1731 gekauft hat, und zwar von einer Täuferfamilie, wo der Mann ist verbannt worden, das heisst ausgeschifft worden, hat können kaufen und wir haben das Land erhalten da und es ist von ihrer Generation zur anderen weitergegeben worden und ich denke, es ist nicht nur das Land, es ist auch der Segen von Gott. Wir haben immer unser Herr im Himmel glaubt, der mit dem Segen gerechnet. Es ist schon ein bisschen weit immer vergeben, den anderen schätzen, achten und so nehmen, wie er ist. Wow, ein Wasserbüffel in Emmental. Und John, kannst du mir mal zeigen, wie man sich melken kann? Ja, das kann man, aber nicht mit dem, das ist ein Stier. Oh nein!
Neben mir, Emmy, freue mich, dass wir bei euch da dürfen, im Stöckli sein. Emmy, seit vielen Jahren kommen junge Bäuerinnen zu dir. Warum ist das so? Man lebt hier in einem Familienverband. Und das ist nicht immer ganz einfach. Und es ist gut, wenn man mal einfach reden kann mit jemandem, der weiss, von was man redet. Weil ich habe ja selber die Zeit auch gelebt als junge Bäuerin, bis ich jetzt im Stöckli bin. Bea, du hast den Hof von deinen Eltern übernommen. Warum überhaupt? Was ist deine Vision dahinter? Es hat ja während der Ausbildung schon etwas geheißen. Ja, die Bauern könnten etwas Krise geben. Aber Grossetti hat schon gerne gesagt, wer den Acker bebaut, wird Brot in Fülle haben. Und die Verheißung von Gotti hat bis jetzt voll zugetroffen und wird auch in Zukunft zutreffen. Und darum bin ich zuversichtlich und ich denke, dass wir als Bauern den Segen auch der übrigen Bevölkerung weitergeben können in Form von Nahrungsmitteln, wenn es dann mal wieder Krisen geben sollte, die wahrscheinlich werden kommen. Alois Burger, unser Geschäftsführer und ehemaliger Bauernberater, und der Christian Rees, mein Assistent, haben ein offenes Ohr für eure Fragen und Anliegen.